so. Dann mache ich die Aufnahme wieder an und dann geht es hier weiter mit Random Prodos und Random Prodos. Es ist immer noch sehr warm. Blutvirus. Und schon wieder Terran. Ich habe, glaube ich, in dieser Aufnahmesession, habe ich überhaupt schon mal bekommen in dieser Aufnahmesession? Also, wir haben aber vorhin gelernt, Storm Protoss Armee ist nicht so der beste von. Wir haben jetzt 7 Folgen aufgenommen. Ja, Rex, wollen oder nicht wollen? Ja, wollen. Aber du darfst mit Peilen vorne. Ne? Ich darf. Weiß Bescheid. Du darfst. Weiß Bescheid. You're so vain. We have a legend, but it's about you. You're so vain. Von wem ist das Lied eigentlich? Ich hab's nicht erkannt, deshalb kann ich das you're nicht sagen. You're so vain! Ja, so heißt er zumindest. Ja, keine Ahnung. Ich kenne mich mit Songtiteln sowieso nicht aus. I think the sun is about you, don't you, don't you! Ich kenne dieses Lied nicht. Was? Vielleicht schon, aber ich hab's jetzt nicht aus da der ist eine Probe hier drinne! Sperren. Hab ich gesagt. Wurde schon lange nicht mehr gecannonrushed, ne? Aber ja. Jetzt werden wir gecannonrushed. Soll ich helfen? Kannst du das alleine? Oh. Ja, okay, dann komm ich mal mit. Wir sollten auf jeden Fall eben die Wall dicht machen. Dringend. Ich komme mit Boys! Ja, wir sollten. Fahr mal hoch, so dass wir die. Wir müssen die davon abhalten, hier zu viel zu bauen. Das stimmt allerdings. Ja, gut. Ja, nein. So, die haben wir! Nein! Nein! Goff wird getunnelt! So, ich fange mal an zu splitten, so. Ja, der Un kann ja ruhig kennenrushen. Nein, das wird abgewehrt. Ja, das macht er da auch. Ja, schick mal einen weiter drauf auf die Probe und. Ja, ich gehe auf die Ketten, schon gut. Fahr mal weiter mit den nicht stehen bleiben mit den Workern. Entweder angreifen oder nach Hause fahren, aber nicht. Ja, nein! Fahr doch mal DRS und so! Ich baue übrigens gerade nichts mehr, ne? Das ist schlecht. Yes! So. Ich schick mich zu Hause. Ich schick mich nach Hause. Ja. Tu mal dat. Jetzt hier schnell. Cybernetics Core, Leute ins Gas. Zweites Gas. Ich gehe gerade ein bisschen Risiko ein, muss ich sagen. Expansion. Worker. Pylon. Sehr gut. Ja. Ich glaube, ich bin wieder in der Spur. Du hast deinen Worker fährt nicht durch, ne? Du hast die Echse nicht gebaut. Warum? Weil du gegen meinen Marine gefahren bist. Oh und Gott! Das hat irgendwie das hat dazu ausgereicht, nichts. Da bin ich jetzt natürlich wieder schuld, ich sehe ja schon kommen. Ja, du musst auf jeden Fall erkennen, dass dem so ist. Ja, ich muss hier gerade Makro ein bisschen übrigens. Ich benötige mehr Vespingas, aber bauen tut er da trotzdem. Hat er gleich irgendein Makro oder Ding? Ich baue auch gerade meinen ersten Adepten. Adepten. Herzlichen Glühstrumpf. Ja, heute hat er aber irgendwas mit dem Glühstrumpf, ey. Genau. So, ich sollte vielleicht auch mal eine Echse nehmen. Wissen wir überhaupt, wo unser Gegner ist? Nö, ne? Nö. Aber die waren gerade ziemlich schnell hier, also. Ja, gut, aber die haben ja gecannonrushed, das heißt, die sind das dafür losgefahren. Ja, aber die müssen auf alle Fälle First Position nicht unbedingt. Ich gehe von aus, dass die gegenüber von uns sind. Also bei einem Cannonrush fährst du ja auch früher los als sonst, also. Na gut, Rix, was geht denn? Gehst davon aus, dass die gegenüber sind, dass er wieder spielt? Ich gehe nicht fest davon aus, aber ich tippe darauf. Warum? Ich weiß es nicht warum, aber ich habe das im Gefühl. Na gut, wir überprüfen jetzt gleich dein Gefühl. Ich habe hier extra einen Reaper gebaut. Weil die waren nicht schnell genug hier, um von der Seite zu kamen. Die kamen in mit ihrem Kreuz. Kamen Guys? Nee, das kamener Kreuz. Verstehst Robert! Du? Robert! So gut wie dein Armufitz. Ja, der war natürlich super, der Armufitz. Wir stellen fest, Zaroks Gefühl war nicht korrekt. Ja, deswegen hört man ja auch eigentlich nicht auf mich in dem Spiel. Das haben wir zum wiederholten Mal jetzt also festgestellt. Ich sollte langsam eine Factory bauen, weil die ist ganz schön spät. Die können halt überall sein. Die Weisheiten eines Zaroks. Ja, die können eigentlich überall sein. Hier sind sie nicht, da auch nicht. Jetzt bleibt nur noch eine Position übrig. Das nennt man das Ausschlussverfahren, ja, Gorix.
Ich hoffe, du bereitest dich auf einen Oracle in deiner. Natürlich nicht. Also stell da ein bisschen was ab und oder hab Pilots bereit. Ich habe irgendwo einen Mothership Core, aber der ist schon wieder F2 da. Diese Scheißstuhl! Wieder F2, diese Scheißstuhl, ey. Alter, mach Foto, tusch Facebook. Ich hab Stuhl. Okay, ich hab doch Rhino mit Mars Stalkers. Oh Gott, dann brauche ich ja eigentlich Deutschland. Schland. Dann bring Mars Stalker, brauche ich ja eigentlich den hier. Schland. Gegen Mars Stalker weiß ich genau, was ich zu tun habe. Das sind wieder die Deutschen, die werden hier nur auffällig durch Cannon Rushes und so. Na gut, gegen Mars Stalker weiß ich genau, was ich zu tun habe. Und zwar, Arken, ist das jetzt dein Angriff auf alles, oder was? Nein, aber ich wollte eigentlich die DTs wollte ich eigentlich bauen, damit ich da mal gucke, aber da habe ich keinen Gas für. Ja, aber die haben doch Cannons, lass das mal. Okay, dann baue ich einen Arken. Aber mein ursprünglichen Plan... Ja, hau mal so ein paar mit Immortals mit rein. Also so mein ursprünglichen... Adept Arken. Nicht Adept Arken. Nicht Adept Arken, Adept Immortal! Okay. Aber du hast doch einen Arken möglich. Ja, habe ich auch möglich, was ich alles möglich habe hier. Wo ist denn mein zweiter DT eigentlich hin? Ich muss mal F2 drücken. Ich habe nur einen, sehr gut. Okay, die gehen auf Void Race. Dann hilft der, in die Luft schießen kann. Dann hilft der Immortal jetzt echt wenig. Ja gut, der andere hat ja Stalkers. Warum habe ich denn so wenig Gas? Ich verstehe das Spiel nicht. Ach so. I understand this. Moment mal, Stalker sind ja... auch du, Folge Where We Speak So Like Baking Bad at Rocket Beans TV with the Milchschnitte Cake. Would you understand? That was a really good gute Folge. Really good Folge. Mit reinbringen. Because we are pro gamers. Let's angreif. Jetzt, now schon? Jetzt. That's korrekt. Okay, I'm not coming out. Oh ja, now. Starhawk hat heute sein Coming out. Now I'm raus. Yes, I'm fully raus. I have to make more immortals. That's in English expression. Du bist für die Luft zuständig, Nergorix. Ich habe zwei Immortals und Ark. Ja, Putsch. Putschversuch hier. Putschversuch. Cassidy und Putsch. Und diese Reste Void, ey. Aber gegen einen. Ja, du musst das andere rausnehmen. Also ich fokussiere gerade die. Void, ja, mach ich doch! Aber es reicht nicht ganz. Ein Void-Dreh lebt noch. Die Assa ist weh. The Void Dreh ist Tote. Go away from the overcharge. Make the pylons hier weg. Make the pylons weg! The Phoenixes erregen mich auf. In Regensburg. It would be nice if you could schießen zur Luft. Yes, but I need reinforcements for this. I need a little bit more time, cause I macroed really bad. I'm taking Gebäude from him auch raus. God. Mandy is a Stargate. Oh, Mandy. I will fall. I think I will not do well here, but it looks like... Yeah, I greif up the other Void Race. The Stargate is down. But he has more Stargates here, also der andere. New Zealots are coming, are Immortals still alive? No! It's the Immortal from the other player! Not good. But the Zealots are not a problem here. The Void Rays are dead. I am dead too. I'm going into the... What about your reinforcements? They should come over the map. I hope so. I have two more Immortals here. Good thing with speaking English. You have to shoot in the air. That StarCraft is half of the expressions are English. There are my new reinforcements. And the Probe is here.
The probe is building a pile. I'm taking out this thing here. Also ich glaube wirklich, dass das die Hitze ist, weil anders kann ich mir das hier nicht erklären. Yes, we, it looks like we have gewonnen. Yes, we can. It looks good. Yes, I do away the immortal player. Is this your proxy pilot? Yes, it is. No, it is a pilot I randomly built. I verwechselte the immortals. Where are my reinforcements? I miss a lot of gateways. Here I have only 5. 5 gateways are ein bisschen wenig. 5 gateways are ein bisschen wenig. It's true. Two more immortals are here. It looks like win. We can that tun. Wie kennt das? Was war das denn jetzt? Ich wähle mein Dingens hier aus, mein Immortal. Wum! Ja, genau. Ja, selbst Immortal kann aber auch einiges hier. Wo ist denn der? Der muss doch irgendwo der Base haben. Seite für Zahlrock. Irgendwer muss die erstellen. Da ist noch ein Void-Reh, du ein Nietzsche Luftschießer. Ein Nietzsche Luftschießer. Ja, yeah, the Void Race. Hier, at me. I come to rescue you. Schuss in die Luft. Yes, gut. But somewhere, there should be a hidden base. Das ist wirklich gut, dass man so ein paar Griffe einfach weiterhin auf Englisch. Making zwei more Immortals and 2 more Arkans. Bis DT. Wer ist der Gegner? I will drop now. Alright, I think he is up there in the Ecke. Ja. Yeah. Come to the front. In this Ecke. Du kannst da nicht durchlaufen. Du kennst da nicht durchlaufen. Hier in this Ecke is nothing. The proxy pylon is very good. Hier ist niemand. Where are they? They lifted their Einheiten. They lifted it. Yeah, now I add 4 Gebäude. Here are another base. Gott, ist das schlecht. I have 2 more immortals. I will send them to the nicht vorhandene Front. Up there in the Ecke. Ach. Sehr, many things. What the fuck is that? Ist langweilig. There are also many opponents. Oh, der ist ganz schön viel. I said so. Let's attack together. I had fast made a Zahl. He's coming! I have 1-1. I will win. It looks at least, and I you think... You have a DT. I don't know, but... Hab ich nicht am DT dabei gehabt? Korrekt. Tatsächlich. Gott. So. War ein schönes Spiel. Wie viele Zuschauer wir wieder verloren haben mit dieser Folge. Jeder, der professionell ist. Ja, okay, jeder, der professionell ist. Ich habe festgestellt, dass unsere 2-gegen-2 Folgen besser laufen als die 1-gegen-1 Folgen von mir. Was ist das denn? Da kann ich nicht verstehen. Wo immer in diesem Ladebildschirm mit dem Tor und mit dem Tank im Hintergrund, da denke ich mir, ich bin beim Zahnarzt. Ich habe hier so ein Helbett und was ist das? Ein Zergling? Ich glaube schon. Ja, ich habe hier dieses Nova-Ding mit 2 Tanks aber und Leute, Tor und Gedöns. Gondril ist zwischendurch offline gegangen, ist aber was? Achso. Er ist jetzt wieder online. Ein Glück. Und mit diesen tollen Worten würde ich sagen, war es das für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich hoffe, beim nächsten Mal wieder vorbei. It gefalls dann werden wir vielleicht Video sprechen. Ich hoffe es. Die Oberrechte nicht zu verklicken. Unrecht zu anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.